5 Millionen Menschen, die hier leben und arbeiten, Ankara. Hier wird ein Land regiert, doppelt so groß wie Deutschland, mit fast gleicher Einwohnerzahl. Politisch schlägt hier das Herz der Türkei. Ein junges Herz, denn erst seit 90 Jahren ist Ankara Hauptstadt. Zuvor war es eine unbedeutende kleine Provinzstadt in der geografischen Mitte der Türkei. Ankara steht für eine westliche Türkei, für eine zu Stein gewordene Vision eines großen Politikers, die Traumstadt Atatürks. Doch Ankara ist nicht nur ein Phönix aus der Asche, es steht auch für eine 7000-jährige Siedlungs- und Kulturgeschichte. Wer kennt in Deutschland Ankara? Außer einigen Politikern und Wirtschaftsvertretern nicht wirklich viele Bundesbürger. Touristen zieht es eher selten hierher. Dabei ist Ankara größer als die größte deutsche Stadt. Doch Ankara gilt als langweilig, nicht mal ein Fluss durchzieht die türkische Hauptstadt. Die 5-Millionen-Metropole steht im Schatten Istanbuls, der schönen und geschichtsträchtigen Stadt am Bosporus. Ankara aber ist in vieler Hinsicht die Boomtown der Türkei. Die Stadt wächst rasant und das nicht nur in Zahlen, Höhe und Weite. Haltende wirtschaftliche Erfolgsgeschichte der Türkei augenfällig. Das China Europas, in Ankara ist es in Beton und Glas zu besichtigen. Der Architekt Raip Buluc ist einer der Gestalter der Kapitale des Landes. Große und kleine Gebäude, Wohn- und Geschäftshäuser hat er hier geschaffen. Istanbul ist eine Stadt der Poesie. Ankara steht für etwas anderes. Ankara ist die Hauptstadt der Hoffnungen, die Hauptstadt der Erneuerung und die Hauptstadt der Türkei von morgen. Auch das ist die Regierungshauptstadt, in der Milliarden bewegt werden. Bilder, die für eine Zeitreise zu stehen scheinen, die weit weg führt von Europa. Ankara gilt als die größte Gecekondo-Stadt der Türkei. Gecekondo, das heißt über Nacht erbaut. Es sind wild gewachsene Viertel. Hier auf den bester Stadtlage leben Zehntausende, die es aus dem ganzen Land in der Hoffnung auf eine bessere Zukunft hierher gezogen hat. Sie kamen aus anatolischen Dörfern und in gewisser Weise leben sie auch hier wieder in Dörfern. Für viele sind diese Siedlungen zu ihrer Heimat geworden. Lange Zeit waren diese Gecekondos, diese Siedlungen, die über Nacht erbaut wurden, das Sinnbild großer türkischer Städte und das gilt insbesondere für Ankara. Sie war die Gecekondo-Stadt der Türkei. Gecekondos sind ein Stück türkischer Geschichte. Jetzt verschwinden sie im Zuge des schnell wachsenden Wohlstands und bei dieser Geschichte gibt es nicht nur Gewinner und so manches Idyll verschwindet auch. Saniye Özgül kam vor einem Vierteljahrhundert aus Yozgat. Geht es nach dem Willen der Stadtverwaltung, soll sie wie Zehntausende ihrer Nachbarn in neue Hochhäuser umgesiedelt werden. Doch sie will nicht fort von hier, wo sie ihre Kinder aufgezogen hat. Eine Neubauwohnung wäre sicher bequemer, schon allein deshalb, weil ich nicht mehr selbst einheizen müsste. Außerdem wäre es dort bestimmt sauberer. Aber hier kann ich in meine Bäume greifen und mir Trauben oder Pflaumen pflücken. Saniye will sich mit allen Mitteln gegen die Stadtverwaltung zur Wehr setzen. Hier will sie alt werden. Es ist alles grün hier, die Luft ist sauber. In einer Wohnung gibt es Geräusche von oben und unten. Entweder man wird gestört oder man stört selbst. Es ist einfach besser im eigenen Haus. Gecekondos. Über Jahrzehnte hinweg waren sie das Sinnbild Ankaras. Ihre Tage aber sind nun gezählt. In der immer reicher werdenden Boomtown ist kein Platz mehr für sie. Mit ihnen aber wird ein wichtiges Kapitel türkischer Geschichte enden. Ein unwirtliches Steppenklima herrscht in Ankara. Die Sommer sind heiß, die Winter kalt, die Temperaturunterschiede zwischen Tag und Nacht unangenehm. Folge der Ferne zum Meer und einer Höhenlage von rund 1000 Metern. Dennoch siedelten hier schon früh Menschen. Die Hethiter waren hier, später Phrygier und Galater. Hier entstand ein Machtzentrum der Römer, die in schneller Folge von Persern, Arabern, Byzantinern und Seldschuken beerbt wurden. 1361 schließlich kamen die Osmanen und mit ihnen fiel die Stadt in einen jahrhundertelangen Dornröschenschlaf. Aus diesem wurde das damals völlig unbedeutende Ankara 1920 jäh erweckt. Es war die Zeit der türkischen Befreiungskämpfe gegen britische, griechische, französische und italienische Truppen. Der Verlierer an der Seite Deutschlands des Ersten Weltkriegs, Türkei, wehrte sich gegen die Bedingungen der Sieger
und gewann am Ende. Das Glück von Ankara damals, seine Mittellage in der Türkei und eine Eisenbahnanbindung. Aus diesen eher schlichten Gründen machte Mustafa Kemal Atatürk das 20.000-Seelenstädtchen zur Hauptstadt seines neuen Staates, zu seiner persönlichen Traumstadt. So geschehen vor fast 90 Jahren. Ganz bewusst hatte sich der Feldherr und Staatsgründer gegen Istanbul entschieden. Ankara sollte für eine Zeiten- und Politikwende stehen, für Distanz zur untergegangenen osmanischen Welt. Aus dem neugriechischen Angora wurde damals hochoffiziell Ankara. Der Hobbyfotograf Haluk Sargin sieht sich als Chronist des alten Ankara. Fast täglich begibt er sich auf Spurensuche in seiner Heimatstadt. Hier wurde er geboren, hier hat er studiert und hier lebt und arbeitet er. Ankara ist eine 5000 Jahre alte Stadt. Zahlreiche Zivilisationen haben hier gelebt. Sie alle haben Werke hinterlassen. Vor allem in römischer Zeit hatte Ankara eine Hochphase. Damals sollen sage und schreibe 100.000 Menschen hier gelebt haben. Das reiche historische Erbe der Stadt. Lange Zeit fehlte es an Geld und wohl auch an Interesse, sich darum zu kümmern. Doch das hat sich geändert. Der alte Stadtkern, er ist zu einer Dauerbaustelle geworden. Ankara bekommt so sein steinernes und hölzernes Gedächtnis zurück, zur Freude eines zaghaft aufkeimenden Tourismus. Einziger Wermutstropfen dabei, eine gewisse Tendenz zur Überrestaurierung und zur fantasievollen Ergänzung ist unübersehbar. Es waren Weinberge, auf denen große Teile Ankaras erbaut wurden und so verschwanden sie im Stadtgebiet. Wer sich aber eine halbe Autostunde aus der Millionenmetropole entfernt, findet noch heute Weintrauben in Hülle und Fülle, zum Beispiel in Kalecik. Auf den Hängen hier wurde schon für trinkfreudige Römer Wein angebaut. Kaiser Trajan soll bei einer längeren Zwangspause auf einem Feldzug nach Persien eifrig den hiesigen Produkten zugesprochen haben. Die Böden sind trocken, die Tage im Sommer heiß und sonnig und die Nächte kühl. Ideale Bedingungen für das seit Generationen beseelende Getränk. Müssen sich Weinbauern mit immer höheren Steuern herumschlagen. Auch gibt es immer weniger Ausschanklizenzen im Lande und die vorhandenen werden immer stärker eingeschränkt. In den letzten Jahren hat der türkische Wein an Bekanntheit gewonnen. Wir haben unsere Weine zu internationalen Wettbewerben geschickt und dort haben sie zahlreiche Medaillen geholt. Qualität spielt inzwischen für alle Firmen hier eine große Rolle. Mir persönlich schmeckt der Wein hier. Gleichwohl, die Nachfrage nach Wein in der Türkei ist rückläufig. Mit einem Weinkonsum von gerade mal 1,5 Litern pro Jahr und Person liegt die Türkei in Europa bereits jetzt schon an letzter Stelle. Obwohl hier Wein wild wächst, liegen deshalb ganze Weinberge brach. Ein Anbau lohnt sich nicht. Eine jahrtausendealte Tradition droht so in unseren Tagen auszusterben. Hier in Zentralanatolien liegt der Ursprung der Weinherstellung. Hier kann man auf eine insgesamt 6.000 bis 6.500 Jahre lange Weingeschichte zurückblicken. Funde bei archäologischen Ausgrabungen belegen das. Allgemeiner Höhepunkt des Lebens von und mit Wein in Kalecik, das große Weinfest. Doch in diesem Jahr gibt es eine ebenso unerwartete wie einschneidende Veränderung. Einmal im Jahr findet vor den Toren Ankaras ein Weinfest statt und ich hätte Sie sehr gern dazu mit einem Glas Wein in der Hand begrüßt. Jetzt ist es Ayran. Der Grund dafür ist ganz einfach, die Regierung hat ein Gesetz, das den Ausschank von Alkohol stark einschränkt, einfach vorgezogen. Und jetzt ist es ein Weinfest ohne Wein geworden und die Weinkönigin wird eine Traubenkönigin. Es sind diese kleinen Einschränkungen, die immer dazukommen, die viele laizistisch orientierte Bürger in der Türkei verunsichern. Diesmal betrifft es eben den Alkohol. So kann selbst das prächtige Feuerwerk nicht darüber hinwegtäuschen. Die Tage des Weins vor den Toren der Hauptstadt könnten gezählt sein, so wie die eines Weinfestes ohne Wein. In gewisser Weise ist Ankara auch eine deutsche Stadt. Deutschsprachige Architekten prägten über Jahrzehnte das Stadtbild.
Nach der Erhebung zur Hauptstadt vor 90 Jahren begann hier eine fieberhafte Bautätigkeit. Ankara wuchs rasant. Obwohl es an Geld und Fachkräften fehlte, sollte hier eine neue, andere, ausdrücklich nicht-osmanische Kapitale entstehen. Diese sollte westlich und modern sein. Die neue laizistische Türkei sollte hier sozusagen zu Stein werden. Und dafür floss ein Großteil der Staatskasse hierher. Im Jahr 1931 zum Beispiel waren die öffentlichen Ausgaben pro Einwohner in Ankara 23 Mal so hoch wie im Rest der Türkei. In den 20er Jahren wurden deutsche, österreichische und Schweizer Architekten geholt. In den 30ern kamen sie, oft als Fliehende vor dem Nationalsozialismus in ihre Heimat. So planten und bauten Deutschsprachige maßgeblich in Ankara. Das wohl prominenteste Beispiel, das türkische Parlament. 1938 wurde der Bau begonnen, wegen Geldmangels aber erst 1963 vollendet. Hier war es der österreichische Architekt Clemens Holzmeister, der das republikanische Herz der jungen Nation entwarf. Mehr als 500 Abgeordnete bestimmen von hier aus die Geschicke der Türkei mit. Ihr Arbeitsplatz, der Versuch einer Synthese zwischen Moderne und Orient, zwischen neuer und regionaler Architektur. Das deutsche Ankara, für unseren Hobbyfotografen Haluk Sargin, ist es ein immer wiederkehrendes Motiv. Gebäude, die für Geschichte und Moderne, die für ein besonderes Ankara stehen. Viele der Gebäude hier auf dieser Straße sind Werke von deutschen und österreichischen Architekten. Atatürk wollte mit ihrer Hilfe eine wirklich westliche Hauptstadt schaffen. Ankara in einem frühen Propagandafilm. Der Stolz der jungen Nation auf ihre junge Hauptstadt, er ist deutlich spürbar. Ein Stolz, den man in der Türkei auch heute noch vielerorts antrifft. Ankara ist für viele Türken einfach mehr als eine Hauptstadt, eine Millionenmetropole. Ankara, die wie ein Phönix aus der Asche entstandene Weltstadt, ist für sie das Symbol der Türkei, ja in gewisser Weise die eigentliche Türkei. So steht Ankara für den Wandel dieses Landes zwischen Orient und Okzident, zwischen Ost und West, zwischen Konservativismus und Moderne. Ankaras alljährlicher großer Tag, der 30. August, der Tag des Sieges über die Griechen. An diesem Tag ist Ankara noch mehr Hauptstadt als sonst. 75 Millionen Türken blicken hierher. Am 30. August gehört Atatürks Traumstadt ganz und gar der Armee. Für mehrere Stunden kann und darf sie in alter Größe und in altem Glanz schwelgen. Bilder, die aber über die wahre Rolle der türkischen Streitkräfte in unseren Tagen hinwegtäuschen. Die Armee, einst in ihrem Selbstverständnis Hüterin der laizistischen Verfassung, sie wurde gezähmt, eingedämmt und innenpolitisch geschwächt. Die wahren Herren der neuen Türkei sind die Gäste dieser Veranstaltung, die islamisch-konservative AKP-Regierung. Die Postkarte von Ankara. Kein Staatsgast kommt an einem Besuch hier vorbei. Stets hat hier die erste Station zu sein, am Grabmal Mustafa Kemal Atatürks, dem sogenannten Anit Kabir. Auch für inländische Politiker ist dies ein Wallfahrtsort. Praktisch täglich werden hier Kränze niedergelegt. Heute ist es der Vorsitzende der größten türkischen Oppositionspartei, der dem großen Feldherrn und Staatsgründer die Ehre erweist. Hier ist Ankara noch so, wie es jahrzehntelang war. Die Stadt Atatürks, die kemalistische Hochburg des Landes mit Blick nach Westen und einem gezähmten Islam. Hier scheinen sie noch weit weg, die Kopftücher und Minarette. Doch der politische Islam hat an Macht und Bedeutung in türkischer Politik und Gesellschaft gewonnen, auch hier in Ankara. Nicht nur in Ankara, sondern in allen Städten der Türkei entfernt man sich von den Werten der Republik, wie zum Beispiel der Gleichberechtigung von Mann und Frau. Aber das Symbol der Republik ist und bleibt Ankara. Hier in Ankara muss man die Republik zurückerobern. Nur wenige Kilometer entfernt, das andere Ankara. Rund um die Hagi Bayram-Moschee, eine Moschee aus dem 15. Jahrhundert, zu Ehren eines großen islamischen Dichters und Musikers, treffen sich die gläubigen Bürger der türkischen Hauptstadt. Hier bekennt man sich offen zu seiner Religion. Hier wird sichtbar, warum Ankara seit langem von einem islamisch-konservativen AKP-Bürgermeister regiert wird.
Und um die Hacıbadır-Moschee erscheint die Türkei so gar nicht mehr westlich. Allzu öffentlich wird der Islam gelebt. Ankara, die Hauptstadt der Türkei, hat spirituelle Kraft. Sie ist unser Leben. Sie hat eine große religiöse Bedeutung. Aber es ist kein Problem, dass auch die weniger Gläubigen hier sind. Für mich ist Ankara in erster Linie eine islamische Stadt, die aber auch fortgeschritten, sauber und ordentlich ist. Ankara in unseren Tagen. Eine Stadt mit zwei Gesichtern, eine Stadt im Umbruch, in viele Richtungen. Temel Demirer ist Schriftsteller und Journalist. Er gilt als einer der besten Kenner des politischen Ankara. Er sieht sowohl das islamisch-konservative wie das kemalistische Lager mit kritischer Distanz. Ich denke, Ministerpräsident Erdogan ist religiös konservativ. Aber die Scharia steht bestimmt nicht auf seiner politischen Agenda. Erdogan ist der islamistischste Liberale und der liberalste Islamist. Doch das Klima, das Erdogan und seine AKP-Regierung schaffen, verstärkt die religiöse Ausrichtung der Türkei. Ankara ist nicht gerade reich an Ausflugszielen für einen Tag. Wer aber den 5 Millionen Moloch wenigstens für Stunden entfliehen will, den führt sein Weg sehr häufig hierher, in eine surreale Welt. Bis heute wird hier noch Salz abgebaut, doch vor allem ist der große Salzsee ein Ort für Jung und Alt, um buchstäblich in eine andere Welt einzutauchen. Ja, dieses Salz hier, das soll ja sehr gesund sein. Jetzt werde ich da auch mal, ja, fühlt sich angenehm an. Nahezu jedes Ankaraner Schulkind kommt mindestens einmal in seinem Leben hierher und mancher Schulausflug wird den Kindern regelrecht versalzen. Für die erwachsenen Ankaraner ist es auch sehr, sehr wichtig hier. Man fährt gerne an Wochenenden hier raus. Es ist der zweitgrößte See der Türkei überhaupt, neben dem Wansee. Der Ort der Erholung unserer Tage, er war schon zu Zeiten der Römer von größter wirtschaftlicher Bedeutung. So hatte eine eigene Salzstraße hier ihren Ausgangspunkt. Und auch heute noch lässt Salz hier die Kassen klingeln. Rund um den See gibt es Salz in allen Formen. Fast alle Touristen, von denen die meisten aus Ankara kommen, viele aber auch das nahe Kappadokien zum Ziel haben, wollen ein wenig von dem Naturwunder mit nach Hause nehmen. Gesalzene Preise scheinen dabei weniger zu stören. Vielleicht haben viele Ausflügler einfach den Wunsch, einen besonderen Tag auf diese Weise unvergesslich zu machen. Zurück nach Ankara. Seit fast genau 90 Jahren sitzt der Botschafter aus aller Welt. In der deutschen Botschaft arbeiten in villenartigen Gebäuden auf einem großen Parkgrundstück 170 Mitarbeiter. 40 davon sind, wie es in der Amtssprache heißt, aus Deutschland entsandt. Zunächst einmal steht ja die Stadt Ankara für die Geschichte der modernen Türkei, der Republik Türkei. Und dieses Gebäude ist Teil dieser Geschichte. Deutschland war, ich glaube, nach der UdSSR das zweite Land, das sich entschieden hat, seine Vertretung nach Ankara zu verlegen. 1923 wurde Ankara Hauptstadt der neuen Türkei. 1924 kam die deutsche Vertretung hierher mit einem provisorischen Gebäude an diesen Ort, wo wir heute sitzen. Und das Gebäude, das wir heute sehen können, ist dann 1928 gebaut und eingeweiht worden. Seit 2 Jahren ist Eberhard Pohl deutscher Botschafter in Ankara. Sein Arbeitsplatz ist ganz im Stil der 20er Jahre gehalten. Das Vorbild war damals der Amtssitz des in jener Zeit amtierenden deutschen Präsidenten Paul Hindenburg, das Gut Neudeck gewesen. Ich glaube, es gibt eine besondere Verbindung zwischen Deutschland und der Türkei und das spürt man. Das spürt man als Botschafter, man spürt es aber auch als Deutscher, der vielleicht die Türkei bereist und überall willkommen ist und gastfreundlich aufgenommen wird. Und Sie haben die Faktoren erwähnt, das ist die Geschichte, es ist zuletzt die Migrationsgeschichte, es ist aber auch die Zeit der 20er und 30er Jahre.
Ankara gilt als die Universitätsstadt der Türkei. Unübersehbar bei einem nächtlichen Streifzug durch die bunte Kneipenszene der Stadt, die übrigens keinen Vergleich mit Istanbul zu scheuen braucht. Ausgehen in Ankara, das hat durchaus Weltstadtniveau. Hier in Ankara sind die besten und bekanntesten Hochschulen des Landes. Nirgendwo in der Türkei ist der Anteil der Studenten an der Bevölkerung größer. Die Studenten gehören untrennbar zum Stadtbild Ankaras. Sie sind nicht wegzudenken. Zu sehen aber ist das auch auf diese Weise. Praktisch kein Tag vergeht in Ankara, an dem nicht Studenten protestieren. Oft kommt es zu mehreren Demonstrationen gleichzeitig und nicht selten auch zu Gewalt. Ankara ist die Proteststadt der Türkei. Knapp 200.000 Studenten gibt es in Ankara, verteilt auf 18 Universitäten. Und so kommt es, dass die großen Demonstrationen im Juni diesen Jahres in Istanbul auch hier ihre Ableger hatten, die nicht unbedingt kleiner waren. Ankara ist eine Kernstadt für Demonstrationen, auch aus laizistischer Sicht. Der in diesen Tagen immer wiederkehrende Stoff der Studentenproteste: Unzufriedenheit und Beunruhigung über die islamisch-konservative Politik der AKP-Regierung, Ablehnung des Führungsstils von Ministerpräsident Recep Tayyip Erdogan und ein als unverhältnismäßig empfundenes, hartes Durchgreifen der Polizei. Ankara spielte schon immer eine zentrale Rolle für die Studentenbewegung. Viele Universitäten hier haben traditionell starke und große Studentenorganisationen. Das war schon 1968 oder 1990 so. Hier in Ankara wurde schon immer in besonderer Weise auf gesellschaftliche Veränderungen reagiert. Daran hat sich nichts geändert. So spektakulär Bilder wie diese für deutsche Zuschauer auch aussehen mögen, in der türkischen Hauptstadt sind sie schlicht Alltag. Szenen der Studentenstadt Ankara. Die Studentenproteste werden seit Jahrzehnten von dem Journalisten Temel Demirer begleitet. Die Ursachen und Themen dieser Demonstrationen, für ihn spiegeln sie die Machtverschiebungen in der Türkei wider. Gestern gab es die alte Staatsmacht, heute baut die AKP-Regierung ihren eigenen tiefen Staat auf. Je stärker dieser wird, desto autoritärer wird die Regierung. Die AKP hat bereits jetzt die Macht über die Polizei und drängt das Militär immer weiter in die Ecke. Die AKP-Macht dürfte in Zukunft noch deutlicher werden. Eine Stadt im Bann der Politik? Vor ihren Toren ist davon nichts zu spüren. Rund um Ankara herrscht eine heile, beinahe unberührte Welt. Hier scheint die Zeit stehen geblieben zu sein. Und hier trifft man noch auf jene Ziegen, die der nahen Stadt ihren Namen zu verdanken haben, die Angora-Ziegen. Ihr Fell war einst eine in Europa und Übersee heiß begehrte Handelsware, doch das hat sich geändert. Früher wurden unsere Felle für Stoffe und Fasern benutzt, aber chemische Produkte machen uns inzwischen das Leben schwer. Mittlerweile ist auch der Export völlig weggebrochen. So scheint auch diese kleine Welt eine Welt auf Abruf zu sein. Immer seltener findet man Angora-Ziegen rund um Ankara. Nicht nur die 5-Millionen-City, auch ihre Umgebung befindet sich im Wandel. Die Welt von gestern, in Bey Pazarı, gut 45 Autominuten von der Hauptstadt entfernt, kann man sie noch eher finden. Hier gibt es sie noch, die Klischeebilder der Türkei von früher. Doch auch Hayati Erdemli lebt nicht mehr wirklich von der Angora-Wolle. Der Rentner verdient sich auf diese archaische Weise ein Zubrot fürs Alter. Ich produziere eine Decke am Tag. Dafür muss ich umgerechnet 20 bis 30 Euro verlangen. Die Kunden sagen dann, das ist zu teuer. Denn Fabriken machen das Gleiche für ein Drittel. Da hat die Weberei natürlich keine Chance mehr. Vor 90 Jahren waren Bey Pazarı und Ankara fast so etwas wie Schwesterstädte. Etwa gleich groß, jeweils mit etwa 20.000 Einwohnern. Der einzige, aber alles entscheidende Unterschied: Ankara hatte eine Zugverbindung, Bey Pazarı nicht. So konnte Ankara sozusagen über Nacht Karriere machen, während in Bey Pazarı die Zeit stehen blieb. Heute ein Glück für diese kleine Stadt, ist sie doch ein städtebauliches Kleinod, das immer mehr Touristen anzieht.
Und das hat das Leben in der völlig restaurierten Stadt in den letzten Jahren verändert. Der Tourismus bietet den Frauen von Bey Pazarı vielfältige neue Lebens- und Berufsperspektiven. In gewisser Weise ist Bey Pazarı in den letzten Jahren eine Stadt der Frauen geworden. Fatma ist Pionierin in Sachen Vermarktung eigener Produkte für Kunden, die nicht aus ihrer Stadt kommen. Seit 12 Jahren ist sie erfolgreich im Geschäft. Vor 12 Jahren haben wir mit gerade mal 5 Frauen angefangen. Jetzt sind es mehr als 500, die in und um Bey Pazarı dank des Tourismus Arbeit und Einkommen haben. Bey Pazarı war eine konservative Stadt, weithin bekannt dafür. Ein öffentliches Leben für Frauen war hier nicht vorgesehen. Dank des Tourismus vor den Toren Ankaras aber hat sich das geändert. Die Rolle von Frauen ist heute eine selbstbewusstere geworden, kurioserweise ausgerechnet durch die öffentliche Bewahrung von Traditionen. So wie hier in dieser Bäckerei, in der Brot und Baklava gebacken wird, wie seit Generationen. Und auch hier wird gebacken wie zu Großvaters Zeiten, in der Bäckerei von Hasan Gülen. Ganze Straßenzüge sind in Bey Pazarı in der Hand von Bäckern. Von weit her riecht man den Duft ihrer Werke. Eine orientalische Zeitreise für Nase und Gaumen. Unser Reichtum rührt daher, dass über viele Jahrhunderte hinweg Bey Pazarı die Köche der Sultane stellte. Und als diese aus dem Palast in Istanbul zurückkehrten, brachten sie natürlich jede Menge Know-how hierher. Kochen, Kleidung und Lebensart. Eines der schönsten Gebäude der Stadt und ein Museum der besonderen Art. Das lebende Museum von Bey Pazarı. Herzlich willkommen. Unser Museum ist anders als andere Museen. In jedem Zimmer werden Sie auf eine Person treffen, die Sie auf eine Zeitreise mitnimmt. Kunst im Museum, Ebru. Ursprünglich erwachsen aus dem Verbot, die Schöpfung und Gott abzubilden. Seit dem 9. Jahrhundert lässt sich diese Art von Bilderschaffung nachweisen. Mit der Wanderung der Turkvölker fand sie ihren Weg aus Zentralasien nach Anatolien. Im 16. Jahrhundert, in der Blütezeit des Osmanischen Reiches, erreichte Ebru seine Vollendung. Jedes Blatt des sogenannten türkischen Papiers verlangt viel Erfahrung und Ideen. Nur so wird aus dem oft beschriebenen Tanz der Farben auf dem Wasser auch ein Tanz der Farben auf dem Papier. Wir haben die Pforten dieses Museums 2007 geöffnet. Unser Museum besteht nicht einfach aus Ausstellungsgegenständen, aus Fundstücken oder Ähnlichem. Es handelt sich hier um ein Projekt einer Universität. Durch Handlung und Teilnahme wollen wir hier den Menschen ihre alte Kultur, ihre eigenen Wurzeln nahebringen. Nur eine Tür weiter, Wahrsagerei. In der Türkei zu allen Zeiten von großer Bedeutung, Religion hin oder her. Bleigießen, ein Versuch, der Zukunft in die Karten zu schauen und sich gleichzeitig vor dem sogenannten bösen Blick, zum Beispiel vor Neid oder Missgunst, zu schützen. In jedem anatolischen Dorf gab es Frauen, die sich auf den Umgang mit spirituellen Kräften verstanden oder glaubten, sich darauf zu verstehen. Ein nicht ganz freiwilliger Selbstversuch. Danach symbolische Speisung. Reis steht dabei für Wohlstand und Reichtum, Salz für Gesundheit und Zucker ist für Wohlleben zuständig. Ich sehe zwei Augen, die böse auf dich blicken, sagt Fatma mir dann. Es sind Blicke von Menschen, die dir nichts Gutes wollen. Das Fazit für mich, meine Zukunft scheint durchwachsen. Mir ist insgesamt nicht so ganz wohl und insgeheim hoffe ich, dass der Spuk bald vorüber ist. Gleichwohl mein Medium Fatma, wie ich später erfahre, Mutter von zwei Kindern und erst vor einigen Jahren zur Wahrsagerin fortgebildet, ist mir sehr sympathisch. Ankara, die langweilige Beamtenstadt. Unter diesem Image leidet die Kapitale der Türkei, auch im Bereich der Kunst. Dabei gilt Ankara unter Kennern längst als kreatives Zentrum des Landes. In einer ehemaligen Bahnreparaturwerkstatt wurde zum Beispiel ein Kunstzentrum eröffnet, das Cea Modern. Ein Forum ebenso für Etablierte wie für junge Künstler. Ankara profitiert dabei davon, etwas zu haben, was Istanbul einfach weniger hat. Einen gewachsenen Mittelstand mit guter Bildung. Helen Firat betreibt dieses Kunstexperiment in Ankara. Sie glaubt an ihren in Europa weitgehend unbekannten Standort.
Ankara war immer die Kreativen, die Kunstküche der Türkei. Seit der Gründung unseres Zentrums erfahren wir, wie unglaublich viele Künstler es in Ankara gibt. Ankara hat wirklich großes Potenzial. Erdal Duman ist einer jener Kreativen in Ankara. Und sein Hauptthema hat indirekt damit zu tun. Ankara ist nämlich auch die Waffenschmiede der Türkei. Erdal Duman lehnt das als Pazifist ab. Sein Atelier liegt vor den Toren der Stadt in einem Industriegebiet. In Istanbul wäre es ungleich teurer, für ihn unbezahlbar. Erdal Duman sieht sich als politischen Künstler. Mit meiner Kunst bin ich immer Oppositioneller. Heute bin ich gegen Erdogan, aber vielleicht morgen schon gegen jemand anderen. Natürlich hat eine Hauptstadt wie Ankara auch einen klassischen Kulturbetrieb. Ankara kommt auf eine vergleichbare Zahl an Klangkörpern wie das dreimal größere Istanbul. Das Orchester der Bilkent-Universität hat landesweite Bekanntheit. Dessen Dirigent Işin Metin ist eigentlich Istanbuler, zieht es aber vor, hier in Ankara zu arbeiten. Ankara ist eine lebendige Kulturstadt. Dies geht oft ein wenig unter, weil sich die Medien, private Fernsehkanäle, Radios und Zeitungen in Istanbul befinden. Hier will auch Işin Metin irgendwann einmal auftreten, in der im Bau befindlichen großen Opernhalle von Ankara. Der avantgardistische Komplex soll einmal das neue kulturelle Herz der türkischen Hauptstadt werden, wenn alles gut geht, ab 2015. Es ist dies Ankaras ehrgeizigstes kulturelles Bauprojekt, sozusagen die türkische Elbphilharmonie. Schon in 2 Jahren sollen hier 2000 Menschen Konzerten oder Opern lauschen können. In der ganzen Türkei gibt es keine vergleichbare Konzert- oder Opernhalle. Ankara liegt da vorne. Und beeindruckend ist schon jetzt die Akustik in dieser Halle. Was hier allerdings wird gegeben werden dürfen, das wird auch ein wenig von der Stadtregierung abhängen. Und die stellt die islamisch-konservative AKP. Allzu experimentell dürfte es also, trotz einladender Kulisse, hier nicht zugehen. Die Boazische Lokantesse, ein seit 1956 bestehendes, in Ankara beliebtes Restaurant. Alle hier ausgestellten Speisen werden entweder heute gegessen oder weggeworfen. Von gestern darf nichts sein. Hier trifft man sich üblicherweise zum Mittagessen. Es gibt die klassischen Gerichte, sozusagen wie bei Mutti zu Hause. An 6 Tagen in der Woche, sonntags ist geschlossen, ist es nicht leicht, hier einen Platz zu finden. Es gibt ein großes Stadtentwicklungsprojekt, um die Gegend rund um die Burg, also diese Gegend hier, stärker zu beleben. Wir profitieren davon, weil nach und nach neben unseren Stammgästen nun auch der ein oder andere Tourist zu uns findet. Jahrzehntelang ging hier in diesen eher schlichten Räumen des stadtbekannten Restaurants die Politprominenz ein und aus, wurden hier zwischen Döner und Baklava weitreichende Beschlüsse gefasst, Koalitionen geschmiedet oder Intrigen organisiert. Heute trifft sich in der Boazische Lokantesse jung und alt, arm und reich. Konnte man früher ab und an sogar mal einen leibhaftigen Ministerpräsidenten hier sehen, zieht es inzwischen die großen Politmatadore eher selten hierher. Dabei gibt es hier und fast nur hier eine Spezialität der Stadt, den sogenannten Ankara-Topf. Ein Gericht für die meisten Europäer wohl so unbekannt wie die Stadt Ankara selbst. Im Wesentlichen bestehend aus Lammfleisch, Reis, Tomaten, Zwiebeln und Paprika. Der Ankara-Topf stammt noch aus osmanischer Zeit. Es war dies ursprünglich eigentlich ein Hochzeitsessen. Mit unserem Restaurant wollen wir aber in diesen Tagen diese alte Tradition wieder aufleben lassen. Der Genschlik-Park, zu Deutsch Park der Jugend. Aus europäischer Sicht ist er eine eher unbedeutende Grünanlage. Für türkische Verhältnisse aber handelt es sich um einen großen und wichtigen Stadtpark. Hier wird sichtbar, dass Ankara in Teilen eine Stadt vom Reißbrett ist, in der grüne Oasen von Anfang an eingeplant wurden. Hier auf jenen Wegen, die in Ankara fast jedes Kind kennt, treffen wir den Hobbyfotografen und Stadtchronisten Haluk Sagin wieder. Sein Herz schlägt für Ankara. Ankara ist eine Stadt, die sich ständig erneuert. Früher galt sie als reine Beamtenstadt, sie war eine graue Stadt mit schlechter Luft.
Aber in den letzten Jahren ist Ankara sehr in Bewegung geraten und gewachsen. Das alte, ruhige Ankara gibt es nicht mehr. Es lebt nur noch in unserer Erinnerung.